Mein Name ist Wolfgang Thum, ich bin Forstwirtschaftsmeister bei den Bayerischen Staatsforsten hier am Forstlichen Bildungszentrum in der Labau. Und ich bin der Kecht Richard, ich bin ein Kollege von Wolfgang, auch Forstwirtschaftsmeister. Und wir zeigen euch heute eine Neuerung in der Forstbranche. Das ist so ein Keil, beziehungsweise haben wir zwei Modelle da, zwei Keile, die, und das ist das Besondere, sie mit so einer kleinen Funkfernbedienung auslösen lassen. Das heißt, wenn der Baum umgedruckt wird, stehe ich nicht direkt am Stammfuß, sondern ich bin weiter hinten in der Rückweiche und kann das Ganze aus sicherer Entfernung beobachten. Und vom Prinzip her sind einmal das Grundschema ist bei den zwei Keile gleich. Also wir haben oben und unten so ein Metallbacken und in der Mitte ist ein Keil und der Keil, der wird durch eine Kraft nach vorn gedruckt. Und wenn der nach vorn gedruckt wird, dann gehen die zwei Backen auseinander und es wird eine Hubkraft erzeugt. Bei dem, was ich da jetzt in der Hand habe, funktioniert das Ganze mit einer Spindel. Also da ist eine Gewindstange und die Gewindstange, die wird vom Schlagschrauber antrieben. Also wird das nach vorn bewegt und beim Wolfgang, der hat ein anderes Prinzip. Genau, bei mir basiert das Ganze auf Hydraulik. Ich habe einen kleinen Elektromotor, den ich ebenfalls mit Funkfernbedienung ansteuern kann. Der treibt die Hydraulikpumpen an, die praktisch das Öl über den Schlauch auf unseren Keil bringt. Da ist die Funktionsweise genauso, wie der Richard euch das vorher erklärt hat. Da haben wir jetzt gerade einen mittleren Keil montiert. Es gibt jetzt da auch noch einen größeren Keil, einen kleinen Keil. Ich kann auch zwei Keile zusammenstellen. Und wenn es braucht, habe ich auch noch einen Hubmantel dazu. Das heißt, ich habe bei dem Keil die Möglichkeit, mehrere Anbaugeräte zu benutzen. Wir haben jetzt in dem Fall eine Eschen. Die ist vom Eschentriebstern sehr stark befallen. Da ist jetzt der Gipfel schon total abgestorben. Es sind schon dürre Äste oben. Und das ist wirklich eine Situation, da muss man froh sein, wenn man unten nicht steht, beim Keilen oder sowas, sondern weit genug weg. Nur besser wäre es, wenn man natürlich eine Seilwinden hätte, weil da kann ich das aus nur größerer Entfernung machen. Aber Seilwinden ist nicht einmal verfügbar, beziehungsweise ist die Erschließung auch oft nicht so gut, dass man mit dem Bullock hin kann. Und wenn das halt nicht möglich ist, dann ist das eine sehr gute Alternative. Dann kann ich den Baum aus relativ sicherer Entfernung umdrucken. Wie das funktioniert, das zeigen wir euch jetzt. Der Richard hat uns jetzt den Fehlschnitt geschnien, und zwar mit Sicherheitsfehltechnik. Also er hat jetzt auf der Herüberseite dieses Stütz- oder Halteband belassen. Vielleicht nur kurz, warum ist der Stock so hoch? Der Richard hat euch zuerst gesagt, die Eschen hat Eschentriebsterben. Und im Zusammenspiel mit Bodenpilze werden die dann auch gern vom Baum her über die Wurzel her faul. Man sieht es jetzt auch da recht schön, der hat da schon was. Und je höher man schneit, desto gesünder wird der Baum. Darum haben wir jetzt da einfach höher geworden. Er hat uns jetzt auch da also eine Öffnung geschnitten. Da kann jetzt immer ein Keil reinstecken. Weit genug. Und damit der jetzt auch fixiert wird, habe ich da einen Schalter. Und ihr habt gesehen, jetzt hat auch der Schlagschrauber ein paar Mal angesprochen. Da jetzt aufpassen, nicht zu fest draufdrücken. Ich möchte ja nicht, dass jetzt da die Türen erst runterkommen. Jetzt ist er fixiert. Jetzt kann ich dann mit meiner Fernsteuerung rausgehen zu meinem sicheren Rückzugsort. Der Richard wird jetzt diesen restlichen, dieses Halte- oder Stützband noch abschneiden. Und zwar nicht im gleichen Schnitt, sonst brauche ich da herinnen einen Sicherungskeil, sondern er geht ein bisschen tiefer. Negatives Halteband, dann bleibt der Baum auch stehen. Und auch er kann dann rausgehen in den sicheren Rückzugsort. Und wenn wir da hinten stehen, dann keilen wir ihn um. Aber ich gehe jetzt schon mal raus. Gut, da stehen wir jetzt perfekt. Wir sehen sauber zu der Krone hin. Wir stehen weit genug weg, sodass uns vor allem nichts drauffallen kann. Dann kann der Wolfgang jetzt
anpacken. Saubere Sache. Gut, das ist gut gegangen. Also da kann man jetzt recht schön erkennen, wir haben da hier vorne einen Fallkerb, die Bruchleisten, einen Fehlschnitt, dann da das höhenversetzt abdrehende Halteband, das hat ihn in seiner Position gehalten und da sieht man auch noch die Druckstellen vom Keil. Und das sind jetzt die zwei großen Vorteile von den Geräten. Zum einen spart man sich einen Haufen Plagerei bei der Keilarbeit. Aber vor allen Dingen kann man dann, wenn Bewegung in die Krone kommt, das Ganze von der Weide steuern. Also ich stehe da hinten sicher in meiner Rückweiche, kann aus sicherer Entfernung das Ganze beobachten und bin normalerweise auf der sicheren Seite.